Willkommen im Richtige Wahl. Heute werden wir uns die besten Handys bis 500 Euro ansehen. Das Realme 11 Pro Plus 5G bietet ein beeindruckendes Paket für seinen Preis. Ausgestattet mit einem MediaTek Dimensity 7050 Prozessor und einem 6,7 Zoll AMOLED Display mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz liefert es eine flüssige und scharfe Darstellung. Die 200MP Hauptkamera sorgt für außergewöhnlich detaillierte Aufnahmen, während die Ultra-Weitwinkel- und Makrokameras zusätzliche fotografische Flexibilität bieten. Das Design ist besonders erwähnenswert, da es von Matteo Menotto, einem ehemaligen Gucci-Designer, entworfen wurde und eine vegane Lederrückseite umfasst. Zu den Nachteilen gehören das Fehlen einer Klinkenbuchse und kabellosen Ladeoption. Außerdem gibt es keine IP-Zertifizierung für Wasser- und Staubbeständigkeit, was für einige Nutzer ein wichtiger Faktor sein könnte. Insgesamt bietet das 11 Pro Plus 5G ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis mit seinen High-End-Features trotz einiger Kompromisse. Die vollständigen Preise und Verfügbarkeiten finden Sie über den Link in der Videobeschreibung. Das Samsung Galaxy S22 bietet eine leistungsstarke Performance dank des Exynos 2200 Prozessors und einer beeindruckenden Grafikleistung durch die AMD RDNA2 basierte GPU. Das 6,1 Zoll große AMOLED-Display mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz sorgt für eine flüssige und lebendige Darstellung. Die Triple-Kamera-Konfiguration umfasst eine 50MP Hauptkamera, eine 12MP Ultra-Weitwinkelkamera und ein 10MP Teleobjektiv, die gemeinsam vielseitige und qualitativ hochwertige Aufnahmen ermöglichen. Das Gerät unterstützt 5G und Dual-SIM-Funktionalität, was es zu einem vielseitigen Begleiter für den Alltag macht. Zu den Schwächen dieses Modells zählen der relativ kleine Akku mit 3700 mAh, der bei intensiver Nutzung möglicherweise nicht den ganzen Tag durchhält. Zudem fehlt die Möglichkeit zur Erweiterung des Speichers mittels MicroSD-Karten, was bei nur 128 GB internem Speicher ein Nachteil sein kann. Des Weiteren unterstützt das Gerät kein kabelloses Laden und hat keine Klinkenbuchse, was für einige Nutzer ein Nachteil sein könnte. Insgesamt ist das Galaxy S22 ein solides Smartphone, das mit seiner hochwertigen Kamera, dem klaren Display und der starken Performance überzeugt. Weitere Details zu den Preisen und Verfügbarkeiten finden Sie über den Link in der Videobeschreibung. Das Google Pixel 7 besticht durch sein 6,3 Zoll OLED-Display mit einer Auflösung von 1080x2400 Pixeln und einer Bildwiederholfrequenz von 90 Hz. Der leistungsstarke Google Tensor G2 Prozessor sorgt für eine flüssige Performance, unterstützt von 8 GB RAM. Der interne Speicher von 128 GB bietet ausreichend Platz für Apps, Fotos und Videos, allerdings gibt es keine Möglichkeit zur Speichererweiterung. Die Kameraausstattung ist beeindruckend, eine 50MP Hauptkamera, eine 12MP Ultra-Weitwinkelkamera und eine 10,8MP Frontkamera, die alle hervorragende Bilder und Videos liefern. Zu den Schwächen des Geräts gehört die fehlende Speichererweiterung, was bei intensiver Nutzung schnell zum Problem werden kann. Die Akkukapazität von 4355 mAh bietet eine solide Laufzeit, könnte jedoch für einige Nutzer bei intensiver Nutzung nicht ausreichen. Auch die Bildwiederholfrequenz von 90 Hz ist nicht so hoch wie bei einigen Konkurrenten, die bereits 120 Hz oder mehr bieten. Insgesamt ist das Pixel 7 ein leistungsstarkes und gut ausgestattetes Smartphone, das vor allem durch seine hervorragende Kamera und den schnellen Google Tensor G2 Prozessor überzeugt. Weitere Informationen zum Preis und Kaufmöglichkeiten findet ihr in der Videobeschreibung. Das OnePlus 10T überzeugt mit einem großen 6,7 Zoll Fluid AMOLED Display, das eine Auflösung von 2412x1080 Pixeln und eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hz bietet. Angetrieben wird es vom leistungsstarken Snapdragon 8 Plus Gen 1 Prozessor, der zusammen mit 16 GB RAM für eine flüssige und schnelle Performance sorgt. Der interne Speicher von 256 GB bietet reichlich Platz für Apps, Fotos und Videos, allerdings gibt es keine Möglichkeit zur Erweiterung. Die Kameraausstattung umfasst eine 50MP Hauptkamera, eine 8MP Ultra-Weitwinkelkamera, eine 2MP Makrokamera sowie eine 16MP Frontkamera für Selfies. Zu den Nachteilen dieses Modells gehört die fehlende Speichererweiterung, was bei intensiver Nutzung schnell zum Problem werden kann. Zudem gibt es keinen Schutz gegen Wasser und Staub, was bei einem Gerät dieser Preisklasse erwartet werden könnte. Die Akkulaufzeit wird durch den 4800 mAh Akku gewährleistet, jedoch könnte die fehlende Möglichkeit zum induktiven Laden für einige Nutzer ein Nachteil sein.
Insgesamt ist das 10T ein leistungsstarkes Smartphone mit exzellenter Hardware, das besonders durch seine hohe Geschwindigkeit und die schnelle Ladefähigkeit von 150 Watt SuperVOOC hervorsticht. Weitere Informationen zum Preis und Kaufmöglichkeiten findet ihr in der Videobeschreibung. Das Samsung Galaxy S23 FE ist mit einem 6,4 Zoll AMOLED-Display ausgestattet, das eine Auflösung von 1080x2340 Pixeln und eine variable Bildwiederholfrequenz von 60 bis 120 Hz bietet. Der Exynos 2200 Prozessor sorgt zusammen mit 8 GB RAM für eine flüssige Performance. Der interne Speicher von 128 GB bietet ausreichend Platz für Ihre Daten, jedoch gibt es keine Möglichkeit zur Erweiterung. Das Kamerasystem umfasst eine 50MP Hauptkamera, eine 12MP Ultra-Weitwinkelkamera und eine 8MP Telekamera sowie eine 10MP Frontkamera für Selfies. Ein Nachteil ist die fehlende Speichererweiterung, was bei intensiver Nutzung schnell zu einem Problem werden kann. Der 4500 mAh Akku bietet eine solide Laufzeit, könnte jedoch bei intensiver Nutzung schneller zur Neige gehen. Zudem wurde berichtet, dass das Gerät bei längerem Gebrauch warm werden kann, was für einige Nutzer störend sein könnte. Insgesamt ist das Galaxy S23 FE ein gut ausgestattetes Smartphone, das vor allem durch sein hochwertiges Display und die vielseitige Kamera überzeugt. Weitere Informationen zum Preis und Kaufmöglichkeiten findet ihr in der Videobeschreibung. Das Xiaomi 12T Pro bietet ein beeindruckendes 6,67 Zoll AMOLED-Display mit einer hohen Auflösung von 1220x2712 Pixeln und einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz. Der leistungsstarke Snapdragon 8 Plus Gen 1 Prozessor kombiniert mit 8 GB RAM sorgt für eine schnelle und reibungslose Leistung. Der interne Speicher von 256 GB bietet viel Platz für Apps, Fotos und Videos, allerdings gibt es keine Möglichkeit zur Erweiterung durch eine MicroSD-Karte. Die Kameraausstattung ist herausragend. Eine 200MP Hauptkamera, eine 8MP Ultra-Weitwinkelkamera, eine 2MP Makrokamera und eine 20MP Frontkamera für Selfies. Ein Nachteil des Geräts ist die fehlende Speichererweiterung, was bei intensiver Nutzung schnell zu einem Problem werden kann. Zudem gibt es keine IP-Zertifizierung für Wasser- und Staubschutz, was bei einem Gerät dieser Preisklasse erwartet werden könnte. Auch die USB-C-Schnittstelle unterstützt nur den 2.0-Standard, was die Datenübertragungsgeschwindigkeit einschränkt. Insgesamt ist das 12T Pro ein leistungsstarkes Smartphone mit einer außergewöhnlichen Kamera und einem brillanten Display, das besonders durch seine Geschwindigkeit und die schnelle Ladefähigkeit von 120 Watt Hypercharge hervorsticht. Weitere Informationen zum Preis und Kaufmöglichkeiten findet ihr in der Videobeschreibung. Das Xiaomi Poco F6 Pro bietet ein beeindruckendes 6,67 Zoll AMOLED-Display mit einer hohen Auflösung von 1440x3200 Pixeln und einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz. Der leistungsstarke Snapdragon 8 Gen 2 Prozessor kombiniert mit 12 GB RAM sorgt für eine schnelle und reibungslose Leistung. Der interne Speicher von 256 GB bietet viel Platz für Apps, Fotos und Videos, allerdings gibt es keine Möglichkeit zur Erweiterung durch eine MicroSD-Karte. Die Kameraausstattung ist vielseitig. Eine 50MP Hauptkamera, eine 8MP Ultra-Weitwinkelkamera, eine 2MP Makrokamera und eine 16MP Frontkamera für Selfies. Zu den Nachteilen dieses Modells gehört die fehlende Speichererweiterung, was bei intensiver Nutzung schnell zu einem Problem werden kann. Zudem gibt es keine Unterstützung für drahtloses Laden, obwohl das Gerät mit einer beeindruckenden 120 Watt Schnellladefunktion ausgestattet ist, die den 5000 mAh Akku in nur 19 Minuten vollständig auflädt. Insgesamt ist das Poco F6 Pro ein leistungsstarkes Smartphone mit einer außergewöhnlichen Kamera und einem brillanten Display, das besonders durch seine Geschwindigkeit und die schnelle Ladefähigkeit hervorsticht. Weitere Informationen zum Preis und Kaufmöglichkeiten findet ihr in der Videobeschreibung. Wenn dir das Video gefallen hat, gib doch einen Daumen hoch und abonniere den Kanal, um keine neuen Inhalte zu verpassen. Und gerne kannst du deine Gedanken in den Kommentaren teilen. Bis zum nächsten Mal, viel Spaß beim Stöbern!